Halloween-Bilder-Beschreibung. Bildbeschreibung Nummer 1. Eine Katze sitzt auf dem Stuhl. Im Zimmer befindet sich ein Bücherregal. Im Raum ist eine Echse mit Hut. Der Besen lehnt am Schrank an. Die Echse rührt den Suppenkessel. Die Nase der Echse ist sehr spitzig. In einem der Gefäße befinden sich Augen. Im größten Glas befindet sich ein Gehirn. Aus dem Kessel kommen einige grüne Kügel heraus. Im Käfig befindet sich eine schwarze Krähe. Die Kiste befindet sich zwischen dem Krähekäfig und den beiden Büschen. Bildbeschreibung Nummer 2. Im Raum befinden sich zwei Skelette. Auf der rechten Seite der Couch ist ein Geist. Zwischen den beiden Sofas steht ein Tisch. Auf dem Tisch stehen zwei Kuchen. Hinter dem Sofa befindet sich ein schwarzer Ballon. Das Skelett rechts hält eine hellblaue Kaffeekanne. Das Skelett links sitzt auf der Couch und trinkt Kaffee. Beide Besucher scheinen Angst zu haben.
Auf dem Kamin stehen drei Kürbisse. Die beiden Kürbisse an der Außenseite sind kleiner als der Kürbis in der Mitte. Im dunklen Spiegel an der Wand erscheint ein lustiges Gesicht. Im Kamin brennt kein Feuer. Auf der rechten Seite der Wand befindet sich ein Spinnennetz. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonnieren nicht vergessen. Tschüss.